Die Ausbreitung des Coronavirus in China veranlasst immer mehr Länder dazu, ihre Bürger aus der Millionenstadt Wuhan auszufliegen. In Großbritannien landete am Freitag ein Charterflugzeug mit über 100 Passagieren, die aus Wuhan zurückgeholt wurden. Der Mediziner Chris Whitty geht von einer Beruhigung der Lage aus. Wir wissen, dass die Sterblichkeitsrate bei 2% liegt, aber das bedeutet, dass 98% der Menschen wieder gesund werden. Es ist zwar noch nicht hundertprozentig sicher, aber mit den Informationen, die wir haben, sieht es so aus, als würde es den erkrankten Menschen schon bald wieder besser gehen. In der französischen Stadt Marseille ist ein Flugzeug mit rund 200 freiwilligen Heimkehrern aus Wuhan gelandet. Frankreichs Gesundheitsministerium teilte mit, einer der Passagiere hatte Symptome einer Infektion mit dem Virus gezeigt. Der Gesundheitsminister des deutschen Bundeslandes Hessen, Kai Klose, erklärt, dass man am Flughafen Frankfurt gut auf das Virus vorbereitet ist. Hier am Flughafen Frankfurt am Main gelten ja internationale Gesundheitsvorschriften, die uns auch dazu verpflichten, besondere Maßnahmen vorzuhalten. Hier haben wir die notwendige Infrastruktur geschaffen, um auf ankommende Passagiere mit neu aufgetretenen oder hoch ansteckenden Krankheiten unmittelbar reagieren zu können. In Italien wurde nach zwei bestätigten Fällen im eigenen Land der Notstand ausgerufen. Auf diese Weise soll die Koordinierung der Einsatzkräfte optimiert werden. Zudem stoppte die Regierung in Rom alle Flüge von und nach China.